Gut, wir werden sie da jetzt einmal weiter auf die Suche machen. Das war die Bibliothek. Sehen Sie, die Kette gehörte seiner Mutter. Er gab sie dem Hausmädchen. Dem Hausmädchen. Sie haben recht. Darüber müssen wir mit ihm reden. Aber wie konnten Sie das wissen? Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir nichts sagen. Cousin Eddie ist vielleicht ein Mörder. Wie ich diese Rückschlüsse ziehe, kann warten. So, jetzt gehen wir da mal raus. Das Speise ist aber da, glaube ich. Na, dann werden wir mal an die frische Luft gehen. Tja, wir befinden sich da jetzt wieder im Garten. Gut, und da werden wir sich dann ein stilles Platz suchen für, mit der jungen Doktorin. Und dann eh schon wissen. Na, einmal da. Oh, atemberaubend. Ja. Das wirst du gleich sehen, wie das atemberaubend ist. Wie seltsam. Sehen Sie sich das mal an. Da, Sie bilden einen perfekten Kreis. Das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als fehle einer der Steine. Schwer genug, um sich damit hinabziehen zu lassen. Sehen Sie? Die Kette gehörte seiner Mutter. Er gab sie dem Hausmädchen. Dem Hausmädchen. Sie haben recht. Darüber müssen wir mit ihm reden. Aber wie konnten Sie das wissen? Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir nichts sagen. Cousin Eddie ist vielleicht ein Mörder. Wie ich diese Rückschlüsse ziehe, kann warten. Jeder davon trägt eine Inschrift. Jetzt wird's lustig. So eine Rose habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Der Gärtner, Rory, er hat welche davon im Gewächshaus. Dann werden wir mit unserem Kumpel reden. Rosen. Das ist eine ungewöhnliche Rose. So eine habe ich am Seeufer liegen sehen. Ei, die war von mir. Eine Blume für die Blume von Skahandu. Cecilia. Meine Tante? Die sind für Sie? Ei, ich züchtete sie für Sie. Sie liebte die Rosen, Cecilia. Aber nicht die roten. Erinnerten sie an Blut, weißt du? Verzeihung, aber wäre es nicht passender, sie ihr aufs Grab zu legen? Wieso? Da ist sie doch gar nicht, Junge. Dort ruht sie nicht. Und ich halte nicht viel von eurem modernen Gott. Was ist ihr zugestoßen? Was ist Cecilia zugestoßen, Rory? Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, Junge. Die Steine am Seeufer sind mit seltsamen Zeichen versehen. Runen? Ei,
Ich bin wohl etwas altmodisch. Ich mag die alten Sitten. Ein Aberglaube wird nicht vernünftiger, nur weil man schon lange daran glaubt. Denk darüber besser nochmal nach. Deine kostbare Wissenschaft kennt nicht alle Antworten, Mädchen. Tja, man muss einmal was fragen. Darf ich ein paar Rosen haben, Rory? Ich möchte sie auf Cecilias Grab legen. Was bedeutet sie dir? Du kanntest sie nicht. Das stimmt. Aber sie gehört zur Familie. Und Vater sprach immer so liebevoll von ihr. Er lächelte sogar, wenn er erzählte, wie er als Kind mit ihr im Garten gespielt hat. Hat er das, ja? Ei, na, das ist gut zu wissen. Ich müsste noch welche im Gewächshaus haben. Wir unterhalten uns später, Rory. Ei, da bin ich sicher, Junge. Tja. Bedauere, Mädchen, aber du kannst hier nicht rein. Das darf nur die Familie. Warten Sie mal. Nein, schon gut. Ich verstehe das. Gehen Sie vor und ich warte hier, wenn es sein muss. Ei, es muss sein. Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Na, macht doch nichts. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Die hier sind mausetot. Schwer, hier irgendetwas Schönes anzubauen, seit Cecilia fort ist. Tja. Oder noch? Wollen Sie noch mehr Schlösser aufbrechen, Junge? Oh ja. Warum nicht? Ja. Wenn wir gerade dabei sind. Warum nicht? Sind das... Ei, Cecilias Rosen. Die sind wunderschön. Das finde ich auch. Sonst scheint hier allerdings nichts zu wachsen. Tja. Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort. Eigentlich eine traurige Geschichte. Eigentlich eine traurige Geschichte, wenn du denkst. Eigentlich eine traurige Geschichte. Irgendwie traurig. Wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat sie. Ei. Für mich. Das Mädchen muss sich die Finger blutig gestochen haben. An den Dornen, wissen Sie?